Leute, hallo und herzlich willkommen bei Beats and Voices, und es ist endlich soweit. Wir starten die Total War-Reihe. Ja, angefangen mit Shogun 1, die Gold-Edition mit der Mongol-Invasion-Add-on. Da habe ich jetzt ein Problem, weiß ich nicht, wo dieser Mongol-Invasion ist. Ich weiß nicht, ob das hier bei historische Kampagnen ist. Allerdings habe ich vor, diese historischen Kampagnen nicht zu spielen, weil so wie das aussieht, scheint das einfach nur ein paar Schlachten aneinandergereiht zu sein. Und das will ich ja nicht. Deswegen habe ich für mich beschlossen, einfach nur die Hauptkampagne zu spielen. Wir machen mal normal. Ich sehe jetzt schon wieder einen, der sich darüber aufregt. So, ah, hier ist das. Ah. Ah, das habe ich noch gar nicht gesehen, dass man hier hin und her switchen kann. Ja, oh, jetzt ist die Frage, was mache ich? Auf dem Voting habe ich jetzt keine Lust. Ich gucke einfach mal. Mongol Invasion. Unterwerft alle Provinzen Japans. Einen Clan wählen. Wir das. Die sind nicht wählbar. Genghis Khan sagte, die Mongolenhorde. Schwierig. Also ich glaube, ich würde mal sagen, wenn schon, denn schon. Wenn, dann spielen wir gleich das Add-on. Und nehmen auch die Mongolen. Jo, nicht lang schnacken, einfach loslegen. Ja, mache ich jetzt so. Los geht's. An der große Khan. Mein Reich erstreckt sich vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang. Niemand wagt es, sich mir zu widersetzen. Hinter mir reitet die Horde. Wir erobern alles, was vor uns liegt. Wir greifen an. Wir unterwerfen. Furchtlos und unaufhaltsam. Wir reiten von der fernen Donau bis ins Herz Chinas. Kein feindlicher Soldat wird überleben. Meine Krieger, ha, sie sind die besten Kämpfer der Welt. Und diese Samurai wagen es, sich uns entgegenzustellen? Uns? Sie sind Narren. Und sie werden sterben wie Narren. Ihr Japan wird mir gehören. Das gelobe ich. Ich würde mal sagen, das war eine Kampfansage. An dieser Stelle sage ich jetzt einfach, wenn ihr noch wollt, dass ich das Hauptspiel noch Landung erfolgreich. Wenn ihr wollt, dass ich das Hauptspiel noch spiel, abgesehen von der Mongol Invasion, dann sagt mir das. Wenn euch für Shogun 1 nur die Mongol Invasion reicht, dann sagt mir das auch. Und wahrscheinlich werden jetzt die meisten sagen, ja, das reicht. Reicht schon, brauchst nicht weitermachen. Sagt mir das einfach. Und dann werden wir mal gucken. So. Unsere Streitkräfte sind in der Provinz Shikuzen an Land gegangen. Die Unterwerfung Japans hat begonnen.
Ja, da wollen sie mich gleich angreifen. Lord Hoyo hat erkannt, dass er die Schlacht nicht gewinnen kann und zieht sich zurück. Provinz Shikuzen erobert. Ihr habt Lord Hoyo diese Provinz entrissen. Ihr seid der neue Herr dieser Provinz. Allerdings könnt ihr die Loyalität eurer Untertanen nur mit Hilfe einer Garnison sicherstellen. Erbeutet Koku. Achso, erbeutete Koku. Gut, wir wollen jetzt ganz Japan unterwerfen. Wirklich ganz Japan? Jawohl, ganz Japan. So, das erste, was wir hier bauen, ist ein Grenzturm. So, da unten sind so wenig. Dann marschiere ich mal mit dem hier unten hin. Will er nicht kämpfen? Egal, hier wird ja nur ein Grenzturm gebaut. Jo. Also übrigens blind. Nur mal so am Rande. Oha. Oha. Ihr fallt in der Provinz Shyoku ein. Lord Hoyo sammelt seine Truppen, um die Provinz zu verteidigen. Eure Truppenstärke 1920, Truppenstärke des Feindes 1800. Brecht ihr den Angriff ab, ziehen sich eure Truppen in eine verbündete Provinz. Oh Leute, wartet mal eben kurz. So Leute, ihr habt jetzt nichts von der langen Pause mitbekommen. Ein Glück. Ah. So, wir wollen den Angriff natürlich persönlich. Angriff. So, wir wollen mal eine Gruppenformation machen. Ja Leute, das ist die Ingame-Grafik. Lasst euch davon nicht täuschen. Denn hier ist sehr viel Strategie gefragt. Das, was ich jetzt gerade gemacht habe, ist, das finde ich eine sehr schöne Sache. Ich kann die ganze Armee umgruppieren. Geile Musik. Und habe jetzt eine Offensive aus der Mitte festgelegt. Das heißt, meine Armeen stellen sich jetzt so zusammen, dass ich gleich eine schöne Offensive aus der Mitte machen kann. Meine leichte Kavallerie geht schon nach vorne. Oh, die Musik ist ja heftig geil. Oh, warten wir erstmal, bis sich unsere Truppen aufgestellt haben. Und durch den Fluss ist das jetzt natürlich ein bisschen scheiße. Also hier ist es dann nochmal ruhig, dann sage ich hier nochmal, falls ihr wollt, dass ich noch eine sozusagen die normale Kampagne von Shogun 1 Let's Play und nicht nur die Mongol Invasion. Dann sagt mir das,
Dann mache ich das noch. Ansonsten ist nach dieser Kampagne hier nämlich Schluss mit Shogun 1 und dann geht's rüber zu Medieval 1. Ja, über den Fluss ist natürlich jetzt scheiße. Oh, wollen wir mit unserer Kavallerie ein bisschen gleich vorstürmen? So, wollen wir mal den Feind hier ein bisschen zermürben.
Tja, da flüchten sie alle. Na, mit den Mongolen können wir jetzt da einfach hier die gegnerischen Krieger niederrennen. Oh ja. Alle Feinde wurden vernichtet oder vertrieben. Die Armeen wurden aufgerieben oder vertrieben. Das hat im Lauf ab. Nee, okay, wir haben gewonnen. So, was sehen wir denn hier? Ära erlangt. Gegner ausgelöscht. Männer verloren. Männer. Mhm. Die erste Schlacht, die wir souverän geschlagen haben. Ihr habt Lord Hoyo diese Provinz entrissen. Ihr seid der neue Herr dieser Provinz. Allerdings könnt ihr... Achso. Jo. Ernennung eines Generals. Euer General hat sein erstes Rangabzeichen erhalten. Aha. So, auch hier bauen wir jetzt mal so einen Grenzturm. Dann machen wir hier mal eine Grenzbefestigung. So, und tun uns mal die Gegend da. Und der geht jetzt dahin. Die gehen zusammen. Dann bleibt der hier. Und der. Und der. Der geht auch damit hin. So, und dann wollen wir uns mal das Stückchen da am Rande holen. Bau der Grenztürme abgeschlossen. So, was haben wir denn? Unsere Truppenstärke und die Truppenstärke des Feindes. Oh, die haben ein bisschen mehr. Versuchen. Den ganzen Tag leichter Schnee. Okay. Gut. Dann mache ich mal hier einen Break. Und dann gehen wir jetzt in den zweiten Teil über. Bis gleich.